So, Freunde, und damit herzlich willkommen zu Resident Evil 7 Biohazard. Ja, ich habe eigentlich gesagt, ich hole mir den Rico dazu, aber ja. Wirklich, ich habe einfach mega Bock, das Spiel jetzt schon weiter zu zocken. Ja, dann auch wer weiß, wann der Rico, wann wir uns das nächste Mal wieder Zeit hätten. Und ja, da ich einfach Bock habe, dieses Spiel zu spielen, will ich jetzt auch nicht lange warten. Ich will dieses Game einfach zocken, so. Vielleicht kommt er irgendwann später in einem späteren Part mal dazu. Und ja. Aber jetzt will ich einfach nur das Spiel zocken. Von daher gehen wir jetzt hier weiter. Ich glaube, wir haben da unten ja beim letzten Mal gestoppt, glaube ich. Ja, wurde er verschleppt. Ja, jetzt wollen wir sie mal suchen. Und wo sind sie versteppt und vor allem von wem? Und von was? Ich werde hier auch alles untersuchen. Karte des Gästehauses. Okay. Oh, geil. Jetzt haben wir hier eine Karte. Also es ist wirklich ein Gästehaus. Also nicht das Anwesen, was wir da gesehen haben, bei dem, wo wir nicht durchkamen, da ganz am Anfang. Das ist ein Gästehaus. Ein Nebenhaus. So, dann ist hier das Bad. Erste Hilfe-Arznei. Also ein Heilungs-Item. Vielleicht noch eins. Nice. What? Okay. Oh, andere Seite. Wow. Okay. Von hier kamen wir. Ja. Natürlich ist es jetzt in der Ruhe plötzlich dunkel. Natürlich. Momentchen. Da stimmt doch irgendwas nicht. Hallo? Oh. Mia? Wow. What's good? Oh, fuck. Alter. Was geht mit dir? Oh, scheiße, sie hat ein Messer. Sie hat ein Messer. Widersetzen, R2, los! Oh! Oh. Die hat mir gerade durch die Hand gestochen! Warte! Warte! Hör auf damit! Oh, hör auf damit! Hör auf! Kann ich es aufhören? Ich glaube, es kann. Ja, es kann ich aufhören. Alter! Ich kann fühlen, wie sie sich in mich zurückkämpft. Oh, no. Lass mich in Ruhe! Ich war böse. Ich verdiene das. Ja, okay. Was zur Hölle bist du, Mia? Ja, das würde ich auch gern wissen. Erste Hilfe-Arznei. Okay. Gut, dass wir die Dinger gefunden haben. Ah, Alter. Die haben mir gerade eben richtig durch die Hand gestochen. Geht's hier jetzt weiter? Nee. Hä? Stehst auf, oder? Das war so klar. Vielleicht lässt es nicht aufhalten. Wow. Nee, ich gehe hier nicht, Nur Axt? Nice! Easy! Angriff! Ich bin tot, ich gleich, wenn ich so weitermache. Und anscheinend muss ich es ja, wie es aussieht. Sonst bevor sie mich umbringt. Hör auf damit! Hör auf damit! Hör jetzt auf! Alter! Immer schon abwehren, ganz genau. So. Wow. Das wird ja wohl den Rest gegeben haben, oder? Ah. Toll, sind wir ganz umsonst hergekommen. Nur hergekommen, um sie zu retten, und jetzt mussten wir
Sie werden töten, ne? Komm nichts machen, sonst hätte sie uns getötet. Das Telefon klingelt. Genau. Alles klar. Mal schauen, wer dran ist. Du wirst echt nicht herkommen wollen. Wer ist da? Und was ist hier los? Ich heiße Zoe. Bei dem Dachboden solltest du rauskommen. Dachboden? Geh dahin. Jetzt. Hier ist ein Dachboden. What? Also eine Tür hat sich geöffnet. Und Mia ist weg. Also ist sie doch noch nicht KO. Mia. Aber die Axt kann ich mitnehmen. Nice. Wie ist es eine Waffe? Also wenn sie wiederkommt, wir haben eine Waffe. Pistole wäre besser, aber ja. Man sollte mit dem zufrieden sein, was man hat. Und ja, Axt ist schon ziemlich geil. Wo soll sie denn jetzt sein? Warte mal. Wir haben uns ja schon alles angeschaut. Wir brauchen jetzt so ein komisches Ding dafür, um den Strom da hinten anzuschalten. Haben wir schon so ein Teil gesehen? Also warte mal. Das Ding hier, da brauchen wir ja so ein Teil, wo es schon drei drin sind. Weil die sind für die Stairs, hier wieder steht, das dritte, das was da fehlt. Und da oben, hier oben, da ist ein Knopf. Und da kann man ja hier die Stairs. Aber da fehlt halt ja, wie gesagt, der Strom. Wir müssen also dieses eine Teil, was da fehlt, suchen. Aber da hier nichts ist. Lass uns mal hier nochmal umsehen. Kann man hier. Ja, hier kann man reingucken. Okay. Hier kann man aufmachen. Was ist das? Oh. Okay, da steht. Steht jemand. Toll. Ah, hier. Das können wir jetzt doch mit dem Bolzen schnell aufmachen, ne? Ja. Was haben wir da drin? Ah, die Sicherung für die Stairs. Genau das, was wir suchen. Wow. Da war sie. Da war Mia. Und wo ist sie jetzt hin? Lauert die uns hier irgendwo auf? Also ich könnte es dem Spiel zutrauen. Erstmal machen wir erstmal die Sicherung rein. So. Das heißt, wir können jetzt hoch und die Türen aktivieren. Aber das Pirat, die kommt jetzt hier irgendwo. Ist okay. Ist okay. Ich wusste es. Ich weiß, du wolltest mir nicht wehtun. Ich musste es. Oh nö. Nicht tun das. Geht schon wieder los. Sag verdammt weh. Das tut aber auch weh. Sag mal, spinnst du? Zieh das Ding raus. Gedrückt halt. Oh mein Gott, sie hat eine Motorsäge. Mach das Ding raus. Fuck, sie hat eine Motorsäge. Mach es raus. Oh. Fuck! Was? Meine Hand ist ab! Alter! No! Oh.
und sie haut einfach ab. Und ich kann die auch aufheben oder was? Als ob. Ah, fuck. Okay, also spätestens hier kann man verstehen, dass die Uhr da. Und die, also auf jeden Fall die USK 18 ist auf jeden Fall berechtigt. Alter, als ob. Und dann muss er es auch noch so vor die Kamera zeigen. Also vom Bildschirm. Also hier so im Bildschirm halten. Also ins Gesicht hier so. Alter. Ist das dein Ernst? No. Komm, wir saven hier erstmal. So. Boah, Jesus. So. Treppe. Da kommen wir dann zum Dachboden, okay. Aber dass er nicht mehr blutet, wundert mich. Weil da ist doch die Hand ab, da müsste eigentlich verbluten. Verstehe ich irgendwie nicht. Eine Pistole! Gib her! Okay, gut. Okay, gut. Ich hätte zwar anders reagiert, so, ja, eine Pistole. Und er so einfach, okay, gut. Alles klar. Lol. Ja, okay, auf jeden Fall richtig geil, dass wir jetzt eine Piste haben. Die Axt war ja schon geil, aber jetzt schon eine Pistole. Geil. Wenn die das nächste Mal auftaucht, können wir so. Können wir sie zu Tode ballern. Wow. Wow, so eine Puppen. Oh, gib mir die Muni her. Brauche ich. Wer weiß, wann die wiederkommt. Und die hat dann noch die Motorsäge. Also, ja, wir brauchen die Piste auf jeden Fall. Mit der Axt können wir da nichts machen. Da macht die schon mehr Damage als wir. Ja, genau. Komm, gib mir die ganze Muni. Noch mehr, komm. So, komm, wir sind jetzt auf dem Dachboden. Wo sollen wir jetzt entkommen? Da, da, da. Fenster. Da ist sie. Oh, du Verdammte. Wow. Das ist die... Wow. Erste Hilfe. Geil. Ja, dann klär mich auf und bring mich nicht um. Stirb. Nachladen. Ich bin verantwortlich. Schnell durch hier. Rennen. Schnell rein. Und Tür zu. Dann können wir sie hier nämlich auflauern. Jetzt können wir hier. So. War klar, dass sie da durchkommt, aber ja. Können wir ja auflauern. Oh no! Heil dich! Heil dich! Ja. Mia bekämpfen. Mia ist gefährlich, wenn sie durchdreht. Ja, hab ich gesehen. Hab ich gesehen. Na gut, versuchen wir es nochmal. Ich hab's ja bereits gesagt, dass ich nicht gut in Shootern bin. Und dann spiele ich ja auch noch auf normal. Ja, und siehst ja, es war auf jeden Fall keine gute Idee, den Schwierigkeitsgrad normal zu nehmen. Ich glaube, leicht hätte ich eher eine Chance gehabt. War wohl doch ein Fehler. War schon in Revelations 2 schon ein Fehler.
Trotz allem, weil ich das mit Rico gespielt habe. Ich brauche die ganze Munition wieder. Okay, so. Und jetzt müssen wir besser agieren. So, zum einen, jetzt sofort wieder runter. Jetzt nicht auf Helders achten, sondern einfach auf Zimmern. Warum? Wer denn? Stirb doch einfach, komm. Hä? Was? Du liebst mich? Definitiv nicht. Du wolltest mich gerade umbringen. Und warum war das jetzt so leicht? Jetzt habe ich einfach mal komplett draufgeballert und jetzt ist sie so leicht gestorben, als ob. Boah, Alter. Bin jetzt einmal vollkommen sinnlos gestorben. Ja, und jetzt? Ja? Willkommen in der Familie. Wo kommt... Digga, wo kommt der her? Wichser. Wo kommt der her? Digga. Alter, wo bringt er mich hin? Und sie auch. Was soll das für ein Kack? Komm schon, stirb uns jetzt nicht weg. Du hast Arbeit zu erledigen. Als ob.